US-Präsident Donald Trump hat seinem früheren Chefberater Stephen Bannon mit juristischen Konsequenzen gedroht. Bannons Kommunikation mit dem Autor Michael Wolff über ein bevorstehendes Buch gibt Anlass zu zahlreichen Rechtsansprüchen, darunter auf Rufschädigung durch Verleumdung und Beleidigung, zitierte CNN Trumps Anwalt Charles Harder. Andere US-Medien berichteten weiter, Harder habe Bannon in einem Brief vorgeworfen, durch seine Gespräche eine Vertraulichkeitsvereinbarung verletzt zu haben. Am Dienstag soll ein Buch des Journalisten Michael Wolff mit dem Titel Fire and Fury, Inside the Trump White House erscheinen. Bannon soll darin schwere Vorwürfe gegen Präsidentensohn Donald Trump Jr. und Schwiegersohn Jared Kushner erheben. Im ersten Auszug, der im New York Magazin erschien, bezeichnete Bannon ein mutmaßlich von den beiden organisiertes Treffen mit russischen Agenten im Jahr 2016 als Verrat und unpatriotisch. Harder, ein in den USA bekannter Medienanwalt, der im vergangenen Jahr unter anderem Fürstin Melania Trump vertrat, habe Bannon in dem Schreiben aufgefordert, weitere Offenlegungen von vertraulichen Informationen zu unterlassen, meldet unter anderem ABC News und zitiert aus dem Brief. Bannons Äußerungen über Trump Jr. seien herabsetzende und in einigen Fällen direkt diffamierende Aussagen. Bannon war demnach zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. In einer zweistündigen Radiosendung am Mittwochabend bezeichnete er den US-Präsidenten laut CNN jedoch als großartigen Mann, den er Tag ein, Tag aus unterstütze. Der Anwalt des US-Präsidenten ließ sich davon offensichtlich nicht beirren. Nach Informationen der Washington Post und anderer US-Medien forderte Harder den Verlag Henry Holt und den Autoren Michael Wolff inzwischen auf, sofort von einer weiteren Veröffentlichung oder Verbreitung des Buches abzusehen. Gleiches forderte Harder demnach für Auszüge und Zusammenfassungen des Buches. Einige der belastendsten Aussagen über Trump seien in dem Buch nicht durch Quellen belegt. Außerdem forderte der Jurist ein Exemplar von Fire and Fury an. Die veröffentlichten Auszüge hätten Trump wütend gemacht und angeekelt, sagte seine Sprecherin Sarah Sanders. Das Buch enthalte empörende und komplett falsche Vorwürfe gegen den Präsidenten, seine Administration und seine Familie. Die Enthüllungen seien voller falscher und irreführender Darstellungen von Personen, die keinen Zugang oder Einfluss im Weißen Haus haben, sagte Sanders. Die Angaben seien ein trauriger Schrei nach Aufmerksamkeit. Für Fire and Fury führte Wolff den Angaben zufolge 200 Interviews mit Mitarbeitern und Vertrauten Trumps. Der US-Präsident wird darin laut den Berichten als undisziplinierter, kindischer Mann beschrieben, der eigentlich gar nicht gewählt werden wollte. Trump hatte sich in einer herkömmlichen Stellungnahme statt auf Twitter nach der Veröffentlichung deutlich von Bannon distanziert. Steve Bannon hat nichts mit mir oder meiner Präsidentschaft zu tun. Als er gefeuert wurde, hat er nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seinen Verstand, teilte Trump mit. Ivan Tuthank, Steve Bannon for HES Service.